Peggy 18. Shadows fall and hope has fled. Steal your heart, the dawn will come. The night is long and the past is dark. Look to the sky. For one day soon, the dawn will come. The shepherd's lost, and his home is far. Keep to the stars, the dawn will come. The night is long, and the past is dark. Look to the sky, for one day soon, the dawn will come. Be your blade and rise it high, stand your ground, the dawn will come. The night is long, and the past is dark. Look to the sky, for one day soon, the dawn will come. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition ist der dritte Teil einer Rollenspiel- Saga, einer epischen Reihe aus dem Hause BioWare. Ein Spiel, dessen Weltgeschichte man halt durch die Vorgänger schon kennt, was sich aber trotzdem unglaublich gut für Einsteiger in diese Spielereihe eignet, da hier alles doch sehr detailliert erklärt wird. Ich werde euch also versuchen, so viel Hintergrundwissen wie möglich im Laufe des Spiels mitzugeben. Wir werden auch den ein oder anderen Codex-Eintrag lesen und die ein oder anderen Bücher erkunden, damit wir die Welt besser kennenlernen. Aber ihr müsst die Vorgänger nicht kennen und nicht gespielt haben, um hier bei dem Let's Play mitzukommen. Wir hatten es im Livestream angefangen, wir hatten es fast im Livestream beendet, dann konnte ich nicht mehr streamen und dann funktionierte mein Stream auch nicht mehr. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt als Let's Play und reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Starten wir die Welt von Dragon Age. Mit einem gigantischen Knall. Wie wir gerade gesehen haben, ist ein Berg explodiert. Da sind die Templer und die Magier drauf zumarschiert. Sie wollten sich dort zum Konklave treffen. Was das genau ist und was das bedeutet, werden wir noch in den nächsten paar Minuten erfahren. Erstmal müssen wir entscheiden, welches Volk welche Klasse wir spielen wollen. Und natürlich auch welches Geschlecht. Und unser Aussehen wird danach auch direkt gewählt. Ich möchte gerne einen männlichen Charakter spielen. Deswegen ganz gerne, weil ich bis jetzt viele weibliche Charaktere gespielt habe. Und ich habe Elfe gespielt, ich habe Mensch gespielt, ich habe auch schon Zwerg ausprobiert, das war ziemlich cool. Aber ich würde jetzt ganz gerne mal einen Menschen spielen. Die Menschen sind das zahlenmäßig größte und mächtigste Volk und Sedas. Sie sind außerdem mehr als alle anderen politisch gespalten und scheinen geradezu nach Streitigkeiten zu dürsten. Menschliche Charaktere erhalten zu Beginn des Spiels einen zusätzlichen Fähigkeitenpunkt. Ein männlicher Mensch, ein richtiger Held. Ich möchte einen richtigen Helden spielen. Einen richtigen Macho-Kerl, der voller Power strotzt und nur darauf brennt, die Welt zu retten. Oder seinen eigenen Arsch, je nachdem. Und ja, ich habe bewusst Arsch gesagt. Dieses Spiel ist mit einer Altersempfehlung ab 18 eingestuft. Ich würde das Ganze nicht so streng sehen. Ich würde dem Ganzen einen ab 16 Titel verpassen, wenn ich könnte, aber ja, passt schon. So, jetzt müssen wir unsere Klasse wählen. Da möchte ich gerne Waffe und Schild benutzen. Krieger sind Frontkämpfer in schwerer Rüstung, die enormen Schaden verkraften können. Sie sind fähig, Zweihandwaffen wie Streithämmer und Großschwerter zu führen, können aber auch kleinere Waffen gemeinsam mit einem Schild verwenden, um ihre Verteidigung zu stärken. Ich habe bis jetzt Schurke gespielt auf Albtraum. Das geht sogar ziemlich gut, weil Schurke echt eine verdammt klasse ist. und ich habe Magier gespielt auf normal im Livestream und auch auf einem privaten Playthrough. Und also Albtraum ist gar nicht mal so schlimm, wie man denkt. Das halt dauert sehr lange. Jeder Kampf macht einem Angst. Ich möchte deswegen auch gerade jetzt wieder auf Normal spielen, weil ich einfach Albtraum, das sitzt mir noch in den Knochen, ja? Ich spüre es noch und deswegen würde ich ganz gerne darauf verzichten und fürs Let's Play entspannt
Normalität walten lassen. Als jüngstes Kind des Adelshauses Trevelyan bist du in der Stadt Oswick in den Freien Marschen aufgewachsen und konntest ein privilegiertes Leben genießen, da deine Familie eng mit der Kirche verbunden ist und viele deiner Verwandten der Priesterschaft oder den Templern angehören, wurde auch von dir stets erwartet, dass du in die Dienste des Erbauers trittst, ungeachtet dessen, was du darüber denken magst. So wurdest du, aus freien Stücken oder nicht, zum Konklave der Kirche geschickt, um einige deiner Verwandten zu helfen, die einen Frieden zwischen Templern und Magiern aushandeln wollten. Es ist nicht sonderlich gut verlaufen. Also wir erfahren schon, Magier und Templer wollten ein, ja, Übereinkommen treffen. Frieden zwischeneinander sollte geschaffen werden beim Konklave. Dort waren die Oberhäupter der Kirche. Und nun ja, wir haben die Explosion gesehen. Und wir waren mitten in dieser Explosion. Gut. Es sei gesagt, Magie spielt in dieser Welt eine sehr große Rolle. Auch dahingehend, dass Magier eine große Gefahr darstellen, da sie in Verbindung mit dem Nichts stehen, so einer Paralleldimension und damit auch mit den Dämonen und Geistern und den Kreaturen dort. Und sie können besessen werden und werden dann zu Abscheulichkeiten und Monstern. Deswegen wären Magier zum größten Teil überwacht von Templern. Das sind Zirkelmagier, die leben in festen Zirkeln und werden überwacht von den Templern. Und teilweise auch nicht sonderlich liebevoll überwacht. Und das hat sich ein bisschen zugespitzt in Dragon Age 2. So, ich habe meine individuelle Weltlage aus Dragon Age Origins und Dragon Age 2 geladen. Das sind die beiden Vorgängerspiele, damit wir auch die Geschehnisse aus diesen Spielen, wie ich sie gespielt habe, mit einbeziehen können. Darauf kann ich eingehen, wenn sie im Let's Play auftauchen. Es ist sehr, sehr schön gemacht, dass man seine eigene individuelle Weltlage aus den vorherigen Spielen mitnehmen kann in dieses Spiel. Denn die Entscheidungen, die wir in diesem Spiel fällen, sind tatsächlich storyentscheidend. Und einen entscheidenden Schritt gehen wir auch jetzt. Wir gehen nämlich mitten ins Spiel. Schauen wir doch mal, was unmittelbar nach der Explosion passiert ist. Wenn wir sie nicht überlebt haben, ist das ein kurzes Let's Play. Bis jetzt haben wir nur einen Blackout. Einen langen Blackout. Und schwupp landen wir auch schon in der Charaktererstellung. Und da das Ganze ein bisschen dauern wird und ich mit Sicherheit ziemlich unzufrieden sein werde mit all den Dingen, die ich in der Charaktererstellung so anpassen kann und da sehr herumexperimentieren werde, bin ich so liebevoll und spule das Ganze für euch einfach vor. Solange wir Erfolg haben, ist mir alles andere egal. Solange wir Erfolg haben, ist mir alles andere egal. Das ist eine interessante Einstellung, aber das passt zu ihm. Ich finde, er sieht sehr männlich aus. Ich habe versucht, dass er ein bisschen älter aussieht, wie, ich weiß nicht,
32, 33, ein gestandener Krieger, der sehr wohl in der Lage ist, auf sich selbst aufzupassen, der in den Kampfkünsten schon bewandert ist. Okay, dieser Fabulous Mustache, der musste einfach sein, ja? Ich finde, ohne Bart haben die hier alle so ein furchtbares Babyface und die coole Narbe dazu und ja, auch ruhig ein bisschen wettergegerbte Hautfarbe. Finde ich ganz gut. So, der Ton finde ich eigentlich ganz gut. Darf er ruhig haben. Ich meine, wir könnten jetzt gucken, ob wir noch ein paar mehr Falten verpassen können, aber dann sieht er vielleicht zu alt. Ja, dann sieht er zu alt. Oh mein Gott, was es hier alles gibt. Die Möglichkeiten in der Charaktergestaltung sind ziemlich vielseitig, nur die Frisuren und auch die Bärte sind etwas, naja, also die Haare haben halt einfach nicht die beste Auflösung. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er sieht sehr männlich aus und sehr kraftvoll. Und jetzt müssen wir ihm noch einen Namen geben. Ich habe mir im Vorfeld schon ein bisschen was überlegt gehabt. Ich finde, gerade zu einem Adligen, zu einem Trevelyan, passt ganz gut auch ein adliger Name. Und zwar Arthur. Wir können auch Arthur sagen, aber ich finde, Arthur passt besser. Arthur von der Familie der Trevelyans aus Ostwick. Kommt aus einer guten Familie. Ist ein guter Krieger. Ein guter Stratege. Besser geht's gar nicht. Auch wenn er gerade ziemlich unzufrieden reinguckt. Würde ich allerdings auch, denn nach der Explosion sind wir an einem sehr, sehr seltsamen Ort gelandet. Können wir hier nicht alleine scheinen. Oh nein, wir sind ganz und gar nicht alleine. Arachnophobia schlägt zurück. Okay, erst explodiert der Berg und jetzt werden wir von gruseligen Riesenspinnen verfolgt. Das hier ist voll großartig. Und ob das nun ein Traum war oder nicht, wir haben auf jeden Fall überlebt. Und wäre das auch ein sehr kurzes Let's Play geworden. Nein, auf Asa warten noch sehr viele Abenteuer. Und Geheimnisse. Die sich nicht mal innerhalb des Let's Plays aufklären werden. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Okay, was auch immer in den letzten Stunden, Tagen, wie lange waren die bewusstlos? Passiert ist, ich bin zu sprachlos, um gerade irgendetwas von mir zu geben. Erklärt mir das! Das kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen ihn, Cassandra. Und jetzt kann ich euch auch mal eine der interessantesten Aktionen, die man in Rollenspielen halt tätigen kann, erläutern. Wir dürfen uns aussuchen, was wir sagen. Und das bestimmt tatsächlich auch das, was passiert. Also sowohl wie Charaktere auf uns reagieren, wie Charaktere reagieren werden, das öffnet uns Türen oder verschließt sie. Deswegen muss man manchmal sehr wohl überlegen, was man sagt, wann man etwas sagt, wann man lügt, wenn man die Wahrheit sagt. Gerade im Moment bin ich persönlich erstmal sehr verwirrt. Ich fände es natürlich auch super, wenn sie mich einfach gehen lassen würden, aber ich habe die Befürchtung, wenn ich sage, lasst mich gehen, wird das nicht passieren. Und was jetzt, bringt mich vermutlich auch nicht weiter und rumheulen über all diese Leute, das darüber können wir uns später noch Gedanken machen. Ich glaube, wir stecken gerade in persönlich größeren Schwierigkeiten. Ich verstehe das alles nicht. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da eine Frau.
Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde ihn zum Riss bringen. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Ah! Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay, wir müssen den Tag retten. Habe ich das richtig verstanden? Wir müssen in Ketten gelegt. Es ist unsere Schuld. Und wie sollen wir das Ganze bitte aufhalten? Ihr sagtet, es sei vielleicht der Schlüssel. Um was zu tun? Die Bresche zu schließen. Wir wissen nicht, ob es überhaupt möglich ist, doch das werden wir in Kürze herausfinden. Es ist jedenfalls unsere einzige Chance. Und eure. Ihr denkt nach wie vor, ich wäre dafür verantwortlich? Ihr glaubt, ich hätte mir das selbst angetan? Nicht absichtlich. Irgendetwas ist ganz offensichtlich schiefgegangen. Und wenn ich nicht dafür verantwortlich bin? Irgendjemand ist es. Und ihr seid unser einziger Verdächtiger. Aber ihr wollt eure Unschuld beweisen? Dann ist das hier eure einzige Möglichkeit dazu. Unserem eigenen Hals zuliebe und der Menschheit zuliebe werden wir also tun, was wir tun können. Ich verstehe. Das heißt? Ich werde tun, was auch immer nötig ist. Koste es, was es wolle. Für sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst. So wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Oh, endlich sind wir die Fesseln los. Wie angenehm. Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. Okay, wir testen mein Mal also erstmal etwas kleinerem. Super. Hey, wir können uns jetzt frei bewegen. Nun, wo wir auch nicht mehr gefesselt sind, haben wir die Möglichkeit, uns mit unserem Charakter voranzubewegen. In unser Verderben, wie es aussieht. Oh, Jemine, die obersten Klerikerinnen der Kirche sind tot. Die heilige Justinia ist gestorben dabei. In einer Zeit, wo es aussieht, als würde der Himmel die Erde verschlingen, keine Geistlichen um einen zu haben. Das ist nicht gut für die Moral. Ganz bestimmt nicht gut für die Moral. Mal gucken, ob wir sie vielleicht wiederherstellen können, wenn wir den Riss schließen und unsere Unschuld damit beweisen. Wobei, also wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Oh, Herr Bauer, erhöre mein Flehen. Nimm mich im Tode an deiner Seite auf. Lass mich eins werden mit deiner Herrlichkeit. Ja, Prediger sind zu dieser Zeit sehr, sehr, sehr beliebt. Und da ich das Ganze mit Controller spiele auf dem PC, haben wir hier auch die Möglichkeit zu laufen, so schnell wie wir wollen. Wir gehen ins Tal.
Oh, wollen wir wirklich ins Tal gehen? Da ist ein riesengroßes Loch im Himmel. Ich möchte da nicht unbedingt hin. Aber sie hat ja gesagt, wir testen das Ganze erstmal an etwas kleinerem als der Bresche. So, uns sagt das Spiel jetzt natürlich im Tutorial, was wir machen sollen, dass wir unsere Quest aufrufen können, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Da ich mich mit dem Spiel schon ein bisschen auskenne, weiß ich genau, ich muss mit der Karte in Richtung des leuchtenden Auges folgen. Ach, ich liebe die Grafik von diesem Spiel. Dafür, dass das nur eine Konsolenportierung für den PC ist, ist sie wirklich echt ausgezeichnet. Die Kontraste, die Lichter, die Farben, einfach der Hammer. Hey, da regnen grüne Meteoriten aus dem Loch vom Himmel. Da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt direkt einfach so frontal reinlaufen. Au. Die Abstände werden kürzer. Je größer die Bresche wird, desto mehr Risse tauchen auf. Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen, mit denen wir es zu tun haben. Wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Alles, was tiefer im Tal lag, wurde zerstört. Darunter auch der Tempel der heiligen Asche. Aber ich denke, ihr werdet es noch früh genug selbst sehen. Ja, einen Teil dieser Zerstörung haben wir ja schon gesehen. So doof, dass wir uns an nichts erinnern können und das auch noch zugegeben haben. Wir hätten uns lieber irgendeine spannende Geschichte ausdenken sollen. Ich hab mir so einen gut aussehenden Mann hier, glaubt man, naja, wahrscheinlich auch nicht. Cassandra scheint mir sehr misstrauisch zu sein. Man denkt, das kann nicht schlimmer kommen. Bleibt hinter mir! Okay. Aber hinter dir sind auch Dämonen. Und jetzt dürfen wir auch das erste Mal kämpfen. Das Tutorial sagt uns jetzt erstmal, wie die ganze Auto-Attack funktioniert. Wir gehen da Stück für Stück noch drauf ein, wie das ganze Kampfsystem funktioniert. Wir haben Fähigkeiten, die wir benutzen können. Aber erstmal benutzen wir ganz normal unsere Standardattacke, sodass wir mit unserem Schwert einfach zuschlagen, so gut wie wir können. Und da Cassandra und ich beide Schwert und Schild haben, sollte das ganz gut klappen. Es ist vorbei. Weg mit der Waffe! Los! Ja, du bist ja witzig. Ich brauche diese Waffe. Ein Dämon hat mich angegriffen. Was hätte ich denn eurer Meinung nach tun sollen? Ihr müsst auch nicht kämpfen. Behauptet ihr etwa, so etwas wird nicht erneut geschehen? Ihr habt recht. Ich kann euch nicht beschützen. Und ich kann auch nicht von euch erwarten, dass ihr euch nicht selbst schützt. Ich sollte mich daran erinnern, dass ihr bereit wart, aus freien Stücken mitzukommen. Oh, wir bekommen Tränke, sehr gut. Nehmt diese Tränke. Weiß der Erbauer, was uns erwartet. Wo sind eure ganzen Soldaten? Im vorgeschobenen Lager oder im Kampf. Wir sind im Moment auf uns allein gestellt. Na, das ist ja großartig. Das bedeutet, wir müssen ins vorgeschobene Lager. Nein, das war nicht der Knopf. Das ist der Knopf, womit ich meine Tränke anwählen kann. Dafür drückt man den linken Control-Stick und kommt dann ins Trankmenü. Man kann dann auswählen seinen Heiltrank, den zweiten und dritten Heiltrank, beziehungsweise andere Tränke verschiedener Art. Man kann sagen, dass die Person das Ziel angreifen soll, dass man selber angreift. Man kann die Befehle aufheben, die Position halten. Das Ganze gilt zur taktischen Übersicht. Das andere, was ich gedrückt habe, war die Bereichssuchtaste, um besser looten zu können. Dann haben wir noch die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten durchzuwechseln. Das seht ihr jetzt ganz unten rechts. In dem linken Trigger oder wie auch immer diese Taste heißt. Wir haben aber bis jetzt nur zwei Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die anderen... Nein, ich kann euch die anderen Fähigkeiten nicht zeigen. Der Charakterbogen ist gesperrt. Dann kommen wir da im Laufe des Tutorials, würde ich mal vermuten, noch zu. Gut. Karte. Tagebuch. Noch was anderes Interessantes. Der Kodex ist sonst noch ganz interessant, aber das sind so Dinge,
Um die kümmern wir uns mal später. Jetzt können wir erstmal hier plündern. Au. Oh. Ein tapferer Soldat hat seinen Helm fallen lassen. Ah, jetzt geht's zum Thema Inventar, genau. Inventar, dort sehen wir die Ausrüstung unseres Charakters. Gehen jetzt zur Rüstung, wählen den neuen Helm an und wählen diesen aus. Der ist allerdings ausgeblendet, da ich Helme ausgeblendet habe. Das kann man in der Option machen. Das ist der gleiche Söldnerharnisch. Warum tragen wir zwei Söldnerharnische mit uns herum? Ach, ist auch egal. So, dann gehen wir mal langsam voran. Was das Menü alles kann und was die einzelnen Tasten so können, das werden wir auch im Laufe vom Tutorial erfahren und auch im Laufe des Gameplays. Konzentrieren wir uns lieber darauf, jetzt erstmal die Welt und unseren eigenen Hintern zu retten. Fähigkeiten. Fähigkeiten verwenden Mana und Ausdauer, um im Kampf mächtige Effekte zu erzielen. Die meisten Fähigkeiten können erst nach einer gewissen Zeit erneut eingesetzt werden. Also die haben halt auch noch einen Cooldown von einer bestimmten Zeit. Wenn wir sie flankieren, sind wir vielleicht im Vorteil. Und kosten auch noch was. Ach, was ist flankieren? So, ich habe jetzt meinen Schildstoß eingesetzt. Das lässt den Gegner zurückschrecken. Dann kann ich die Gegner auch noch verhöhnen. Das liegt momentan auf Y, nur damit ihr eine Übersicht habt, was welches Ziel ist. Wir können unser Ziel anvisieren, wobei das als Nahkämpfer, als Krieger gar nicht mal so wichtig ist wie als Fernkämpfer. Wenn wir ein Ziel verhöhnen, greift es nur uns an. Also im Regelfall. Das hat halt natürlich auch noch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, wo müssen wir jetzt hin? Da lang, ne? Da lang. Wie soll ich sagen, eine gewisse Chance bei bestimmten Zielen, wie lange das Verhöhnen auch hält. Und wie viel es bringt. Und da oben ist schon ein Schemen. Und ich glaube, ich möchte am liebsten als erstes platt machen. Die Schemen da oben, das sind Fernkämpfer. Deswegen ist es am sinnvollsten, sie auch mit Fernkämpfern anzugreifen. Die halten nicht viel aus. Da wir aber gerade keinen Fernkämpfer haben, gehe ich jetzt einfach mal... Er greift uns aus der Distanz an. Ja. Oh, das wollte ich gar nicht drücken. Ich wollte... Ach, ich kann ja noch gar nicht meinen Schildblock machen. Vielei. So weit sind wir ja noch gar nicht im Spiel. Haha. Hab ich vergessen. Oh, hey, was bist du denn? Bist du einfach hier den Hügel hochgebrochen, du niederer Schatten? Nieder mit dir. Hier ist ein Codex-Eintrag freigeschaltet zum Thema Schemen. Und wir können den ja auch noch plündern und kriegen seine Schattenessenz. Da unten noch was? Nee, da brennt nur das Feuer. Da gibt es auch nichts zum Looten. Es regnet weiterhin grüne Meteoriten vom Himmel. Da bin ich jetzt nicht so begeistert drüber. Sie kommen aus der Bresche. Da oben sind Schemen. Wir gehen jetzt mal wieder zuerst auf die Schemen. Genau. Verhülle Gegner und baue einen Block auf, der Schaden absorbiert. Den Block, den seht ihr an unserer Lebensleiste. Der wird langsam reduziert, je mehr Schaden wir bekommen. Der blinkt dann auch kurz auf, das sieht man. Das sind diese silbernen Eisenbalken, die über unserer Lebensleiste ganz links oben zu sehen sind. So, da sind schon wieder so ein paar mehr. Huch, das ging daneben. So, jetzt aber. Na komm. Das sind Cassandra. So, jetzt haben wir unseren Block wieder ein bisschen aufgebaut. Ist ein sehr interessantes Kampfkonzept, als Krieger im Nahkampf zu sein. Nimm das! Und das! Jawohl. Und den können wir auch wieder plündern. Und kriegen eine Geisteressenz. Zum Thema Codex-Einträge. Da könnten wir eine ganze Menge lesen, gerade jetzt zu Cassandra Pentagast. Wir haben da sehr viel Kontext und sehr viel Hintergrundinformation. Das möchte ich mit euch auch ab und zu mal durchgehen, wenn es relevant wird. Jetzt am Anfang der Story stehen wir ja quasi auch am Anfang dieser Geschichte und wissen selber nicht ganz so viel. Soll heißen, wir erfahren natürlich auch von den Charakteren, wenn wir uns mit ihnen unterhalten und vom Spielverlauf selbst alles Mögliche eben über diese Personen. Nichtsdestotrotz möchte ich ab und zu beim Outro euch den ein oder anderen Codex-Eintrag einfach vorlesen, damit wir viel Hintergrundwissen bekommen, damit wir auch voll in diese Story eintauchen können. Denn auch die einzelnen Kreaturen, wie ihr seht, haben sehr viele Informationen und Geschichten, die sie mit sich bringen. Und ihr werdet das Spiel einfach besser verstehen und den Tiefgang dieses Spiels auch besser wahrnehmen, wenn man eben dazu die passenden Codex-Einträge liest. Zumal sich halt auch die Charaktere, die wir treffen, mit der Zeit verändern. Und wir sie natürlich auch stark beeinflussen. Und sie auch uns stark beeinflussen. Wir nähern uns dem Riss. Man kann die Kämpfe schon hören. Wer kämpft da? Das werdet ihr gleich sehen. Wir müssen ihnen helfen. Okay, jede Menge Schatten. Und an so ziemlich jedem ist einer dran.
Fallen wir erstmal den Fernkämpfer. Na gut, mit Verhöhen müssen wir jetzt, glaube ich, die Aufmerksamkeit von allen auf uns ziehen, oder? Ja, da kommen sie auch schon. Na los, ha? Huh? Was glaubt ihr, was ihr könnt? Gar nichts könnt ihr. Schnell, bevor noch mehr hindurchkommen! Was habt ihr gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Ihr meint, das Mal auf meiner Hand hat das getan. Ihr meint das hier. Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Gut zu wissen. Und ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Varric Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Gehört ihr der Kirche an, oder? War das eine ernst gemeinte Frage? Technisch gesehen bin ich ein Gefangener. Genau wie ihr. Ich hatte euch hierher gebracht, damit ihr der Göttlichen eure Geschichte erzählt. Doch das hat sich ja nun offensichtlich erledigt. Und dennoch bin ich hier. Was angesichts der derzeitigen Ereignisse ein großes Glück für euch ist. Das ist eine nette Armbrust, die ihr da habt. Ja, nicht wahr? Bianca und ich haben schon so einiges miteinander durchgemacht. Ihr habt eure Armbrust Bianca genannt. Natürlich. Und sie wird im Tal eine ausgezeichnete Begleitung abgeben. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Ach. Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen, mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Ihr scheint ziemlich viel über das alles zu wissen. Solas ist ein Abtrünniger und äußerst bewandert in derartigen Dingen. Genau genommen sind jetzt alle Magier Abtrünnige, Cassandra. Ich konnte durch meine Reisen viele Dinge über das Nichts lernen, die weit über das Wissen jedes Zirkelmagiers hinausgehen. Ich bin hier, um hinsichtlich der Bresche meine Hilfe anzubieten. Wenn sie nicht geschlossen wird, sind wir alle, egal welche Abstammung, verloren. Eine kleine Hintergrundinfo. Varric kennen wir schon von Dragon Age 2, den lustigen Zwerg mit der Armbrust. Und Solas ist ein Magier und Elf. Elfen sind ohnehin schon in dieser Gesellschaft stark unterdrückt, oft versklavt. Und Magier haben es besonders schwer. Und Magier sind deswegen jetzt alle Abtrünnige, weil sie sich alle von den Templern losgesagt haben und frei sein wollen. Und die Templer haben sich auch ein bisschen von der Kirche losgesagt, also stehen auch nicht mit der Kontrolle der Kirche. Also sagen wir mal, alle Kontrollebenen sind aufgehoben worden und keiner vertraut mehr dem anderen. Das ist auch die Hauptthematik dieses Spiels und sie wird uns immer und immer wieder begegnen und immer wieder für Probleme sorgen und Entscheidungen. Das ist eine lobenswerte Einstellung. Sie ist lediglich vernünftig. Auch wenn Vernunft derzeit ein seltenes Gut zu sein scheint. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Euer Gefangener ist kein Magier. Und ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja? Bianca ist schon ganz aufgeregt. Pass bloß gut auf deine Lady auf, Herr Zwerg. Okay, wo muss ich... Wo? Hier ach, neue Kodex-Einträge. Der Weg aha. Vor uns ist blockiert. Ah ja, ich... Genau, ich lerne jetzt zu springen. Boing.
Ich habe neue Codex-Einträge freigeschaltet, wollte ich sagen. Also mit jedem Charakter, den wir kennenlernen, bekommen wir natürlich auch neue Codex-Einträge dazu. Wir müssten jetzt von Varric und Solas zwei neue Einträge haben. Wie gesagt, die heben wir uns ein bisschen dafür auf, sie im Outro vorzulesen, weil ich finde, das passt ziemlich gut dazu. Vielleicht kann ich auch die Artworks der Karten finden und das dementsprechend einblenden. Mal gucken, wie ich das mache. Gerade Solas ist ein sehr komplexer Charakter, über den wir noch eine Menge lernen werden. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf uns selbst. Ich meine, wir haben eine Welt zu retten, ne? Wir haben später noch genügend Zeit für Kaffeeklatsch und Leute kennenlernen und zwischenmenschliche Beziehungen, die ja in diesem Spiel auch eine recht große Rolle spielen. Oh, jetzt wird uns erklärt, dass wir die Charaktere wechseln können. Ich habe bis jetzt immer nur Fernkämpfer gespielt. Oder Arkanmagier soll heißen, ich kann sowieso nichts umbringen. Deswegen wird das jetzt sehr interessant für mich. Ich muss ganz anders taktisch hier herangehen, wenn ich selber den Tank spiele. Ich spiele halt gerne auch den Hauptcharakter hauptsächlich. Auch wenn wir in der Taktik oft anders vorgehen müssen. Achtung, Dämonen! Und seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Ich bin jedenfalls sehr froh, dass wir Varric dabei haben, ganz ehrlich. Okay, wir werden jetzt das erste Mal in die taktische Ansicht geleitet vom Spiel, wie man diese benutzt. Wir haben die Möglichkeit, sie, das wird es uns gerade erklären, auch kurz vorzuspulen, beziehungsweise die Figuren handeln zu lassen. Wir können jetzt sagen, wer wo was wie macht. Soll heißt uns taktisch positionieren. Solas zum Beispiel als Fernkämpfer sollte weit weg von den Gegnern sein. Also positionieren wir ihn taktisch an einer Position, die er hält. Das hier heißt Position halten mit diesem Schild. Und Varric könnten wir auch die Position halten lassen. Und Cassandra greift dann hier den niederen Schatten an. Wobei Varric greift jetzt mal den Schemen besser an, weil die Schemen halten sehr wenig aus. Und die machen ja schließlich unangenehmen Schaden auf uns. Und wir gehen einfach auf den nächstbesten höheren Schatten. Und ab die Post. Wir können in der taktischen Ansicht bleiben zum Kämpfen oder direkt rangehen. Ich bevorzuge direkt ranzugehen. Habe ich die Akku gezogen? Ich habe die Akku gezogen. Ja, da muss ich noch ein bisschen üben. Ich bin es nicht gewohnt, Nahkämpfer zu sein. Und wenn ich Nahkämpfer war als Arkanmagier, ganz ehrlich, dann war mir auch egal, was mein Team macht, weil ich war unkillable. Oh, da liegt noch ein Schemen. Den sollten jetzt Solas und Varric aber platt. Cassandra hat ihm den letzten Schlag verpasst. Die Frau hat aber auch einen Wumms drauf. Oh, was haben wir da? Das ist ja Elfenwurzel. Da gibt es natürlich auch wieder einen Codex-Eintrag zu, was das ist. Und da ist ein Haus. Mal gucken, vielleicht finden wir da auch noch irgendwas Nützliches. Die Leute haben hier alles stehen und liegen gelassen. Aber das Haus ist noch nicht von einem Meteoriten getroffen worden. Oh, der arme Bär. Naja, was man sich halt so an die Wand hängt, wenn man Jäger ist. Ganz schön abgeschiedene, einsame Hütte hier. Ich benutze hier schon mal die Suchen-Funktion. Eine Taste, mit der man so einen kleinen Radius quasi absuchen kann und dann leuchten Objekte auf, mit denen man interagieren kann. Das ist sehr nützlich zum Looten, um versteckte Objekte zu finden. Und ich würde mich jetzt gerne hier noch ein bisschen umgucken. Weil wir auch schon am Anfang, selbst wenn wir jetzt hier direkt ins Abenteuer weiter starten könnten, den Weg zum Berg hochnehmen könnten, können auch direkt am Anfang schon ein paar nützliche Dinge finden, wenn wir Glück haben. Der Loot ist auch hier ziemlich zufällig gegeben. Ich hoffe ja mal, wir haben gutes Lootglück mit diesem Charakter hier. Ich bin nicht dafür bekannt, dass ich gutes Lootglück habe. Das haben wir im Livestream gesehen. Ich habe immer die Dinge gefunden, die meine Charaktere nicht brauchten. Oh, da oben tummeln sich an einem Lager tatsächlich noch Schatten. Das sind aber keine Schemen, das sind nur Schatten. Na gut. Gehen wir trotzdem mal in die taktische Ansicht. Nur zum Üben. Wir positionieren Solas auf eine sichere Position. Wir positionieren Varric auf eine sichere Position. Und gehen dann selber voll ran. Ziehen die Aggro. Cassandra kann das gleich noch mittun, wobei wir später der Tank werden. Und ich weiß nicht, ob wir dann Cassandra weiterhin im Team behalten werden. Wir werden nämlich noch mehr Optionen haben, unser Team zu erweitern. Andere Leute kennenlernen, die mit uns kämpfen wollen. Lässt du Varric in Ruhe? Und somit natürlich auch völlig andere taktische Möglichkeiten für uns gewinnen. Na, perfekt eingefroren. Sehr gut gemacht, Solas, sehr gut gemacht. Oh, wir haben ein Amulett gefunden. Und Geisteressenz und Schattenessenz. Das Amulett ist ein Accessoire, das wir ausrüsten können. Lebenswächter, das gibt uns halt ein paar kleine Boni. Ja. Oh, das ist noch Eisen.
ist am Anfang des Spiels durchaus eine Ressource, die man gebrauchen kann. So, wir müssen jetzt eigentlich hin, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ah, hier kommt das aus den freien Marschen. Oh. Euer Akzent. Ich komme aus Kirkwall, aber eure Heimat ist weiter im Osten, oder? Warte, ich muss rechter Dings, nein, das drücken. Beobachtet. Ihr habt ein scharfes Gehör. Ich habe allerhand Talente. Ha. Oh, Varric. Was sollte das denn? Und warum hat Cassandra so gemacht? Was für besondere Talente meinte er denn da? Naja, bestimmt, egal, um welches Talent gemeint ist, es geht bestimmt um irgendwas Schmutziges dabei. Oh, da drin ist etwas, was wir uns tatsächlich holen können. Ah, das bisschen Feuer, das macht doch nichts aus hier. Boing. Das ist ein bisschen Gummy-Bear-Charakter. Gummy-Bears jumping here and there and everywhere. Und durchs Feuer einfach du... Au. Wir müssen uns beeilen, bevor das Mal ihn umbringt. Ah, super, das Mal bringt mich um, aber wenn ich durchs Feuer laufe, passiert mir nichts. Total sinnvoll. Mhm. Dann seid ihr unschuldig? Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Sag ich doch. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen. Das eigene Überleben sichern ist manchmal gar nicht so verkehrt. Wobei ich glaube, unsere Ehrlichkeit uns bei Cassandra eine Menge Punkte gebracht hat. Apropos Punkte. Punkten aber bei den Gegnern. Varric, du, den schämen. Nee, mach ruhig deinen Fernschuss. Ist okay. Ja. Dann, Solas greift einfach mal an, worauf er Bock hat. Und wir gehen da mal voll ran. Und einmal verhöhnen. Damit auch ja alle auf uns gehen. Oh, wunderbar, ist eingefroren worden. Solas hat ihn also... Wow, und Varric hat den Schemen gewonnen-hitted. Okay, dann Varric, mach mal gleich weiter so. Und Solas macht da auch mal gleich weiter. Diese Schemen sind am nervigsten. Ich meine, die greifen ja uns an. Also von daher... Wenn unsere Fernkämpfer ruhig erstmal auch auf die Fernkämpfer gehen, ist ganz sinnvoll. Jo, und der nächste. Tiefgefroren. Ausgezeichnet. Und die Loot gibt's auch noch. Schön. Ich hoffe, Liliana hat es geschafft, hier durchzukommen. Sie ist ziemlich einfallsreich, Sucherin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Gott, wie hier alles brennt. Die Luft ist gemischt mit Asche und Schneeflocken. Es ist bestimmt nicht angenehm, das hier einzuatmen. Wahrscheinlich noch der faulige Geruch der Geister und Untoten. Und da vorne ist ein Riss. Neuer Riss. Wir müssen ihn schließen! Schnell! Solas hat uns gerade schon Schild gegeben. Dieser Schild ist das Einzige, was uns vor Schaden schützt. Schaden heilen können wir nur durch Heiltränke. Soll heißen, wir wollen diesen Schild natürlich auch immer aufrechterhalten auf den Charakteren, die den meisten Schaden bekommen. Beziehungsweise überhaupt Schaden vermeiden. Es gibt keine Heilfähigkeiten in diesem Spiel. Nur Heiltränke heilen uns. Ich weiß nicht, wie die Magier von Dragon Age 2 auf einmal ihre Heilung verlieren konnten. Und oh, dann stimmen wir doch mal die Energie des Risses. Schnell, benutzt das mal. Wir können natürlich nur die Energie des Risses so lange stören, wie auch Gegner da sind. Die würden dann betäubt werden davon. Und dann ansonsten können wir den Riss nur schließen. Und wir haben einen Stufenaufstieg erreicht. Das ist großartig. Damit haben wir jetzt einen neuen Fähigkeitspunkt bekommen. Unsere Attribute sind automatisch alle erhöht worden. Und mit den neuen Fähigkeitspunkten, die wir haben ja einen gratis bekommen, weil wir Mensch spielen, können wir jetzt zusätzliche Fähigkeiten lernen, die dann eben Ausdauer oder Mana verbrauchen oder passiv wirken oder Fähigkeiten passiv verstärken oder aktiv verstärken. Waffe und Schild spielen wir und das werden wir auch weiterspielen. Schildwahl. Du nimmst einen stabilen Stand ein und wehrst gegnerische Angriffe auf Kosten deiner Ausdauer ab. Jeder abgewehrte Angriff erhöht deinen Block. Ist diese Fähigkeit aktiv, bewegst du dich deutlich langsamer. Die ist sehr nützlich, wenn man Aggro zieht, die Gegner von den anderen Charakteren wegziehen kann und mit dem Schildwall dann quasi alles blockt. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit, werde ich häufig einsetzen. Ich habe bis jetzt noch nicht Zweihandkrieger aktiv gespielt. Bolzenabwehr. Deine Fähigkeit im Umgang mit dem Schild schützen dich vor Fernkampfangriffen von vorne um 50% Schadensreduzierung. Oh ja, das kann man sehr gut gebrauchen als Tank. Ich habe bis jetzt weder Zweihandkrieger noch zwei Waffenkrieger gespielt, also weder Schild, Schwert, Streitkolbenschwert etc. noch halt mit einer großen Axt und einem Großschwert. Ich habe das nie aktiv gemacht. Ich habe die Charaktere immer so gelassen, wie sie konnten und Magier und Fernkämpfer gespielt, also Schurke. Riss ist weg.
Öffnet das Tor! Eine völlig sofort, neue Herausforderung für mich. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Was auch immer dieses Danke. Ding auf eurer Hand ist, es Danke. Ist nützlich. Danke. Da war alles ich ganz alleine. Danke. Und die hier haben nichts gemacht. Großartig. Von der Tür herumstehen. Großartig. Als ihr gesehen habt, dass wir kommen und den Riss schließen, hättet ihr helfen können. Braucht ihr nicht. Ist okay, ich schaff das alleine. Oh, Vorratslager. Ja, hätten wir jetzt Heiltränke verbraucht, könnten wir hier die auffüllen? Wenn wir auf Albtraum gespielt hätten, dann wäre das auch sehr nützlich gewesen. Da vorne wird sich gestritten und hier ist eine Truhe zum Plündern. Schön. Ihr Cassandra, Ihre Heiligkeit, habt ihr nicht schon genug angerichtet? Ihr habt hier nicht das Kommando. Schluss jetzt, ich verbitte mir das. Ah, da sind sie also. Ihr habt es geschafft. Kanzler Roderick, das ist... Ich weiß, wer er ist. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royaux zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Ich kann hören, was ihr sagt. Ich bin nicht unsichtbar oder taub oder... Was ist mit der Bresche am Himmel? Riesengroßes Loch, Dämonen, Weltzerstörung. Ist das vordringlichere Problem denn nicht, die Bresche zu schließen? Ihr habt uns das alles überhaupt erst eingebrockt. Bitte? Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel, das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen, es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Jetzt interessiert es euch also, was ich denke? Ihr tragt das Mal. Und ihr seid der Einzige, den wir am Leben erhalten müssen, da wir es nicht schaffen, uns zu einigen. Jetzt kommt so eine der Entscheidungen, die tatsächlich das Spiel beeinflusst. Also was passiert oder was wir als nächstes sehen. Ein groß angelegter Angriff mit Soldaten, die sicherstellen, dass ihr den Tempel erreicht. Die Speer auf dem Pass sind womöglich verloren. Nehmt den Weg durch die Berge schnell, aber indirekt. Soldaten werden andernorts als Ablenkung dienen. Das Problem wird früher angegangen, doch es könnte Verluste geben. Aber das ist diskreter und wir können vielleicht die Soldaten auf dem Pass noch retten. Nehmt den Weg durch die Berge. Nehmt den Weg durch die Berge. Arbeitet zusammen. Ihr alle wisst, was hier auf dem Spiel steht. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. Das sieht ja nicht gerade einladend aus. So, hinaufklettern. Ja, wir müssen also jetzt zu den Minen hinaufklettern. Auf ins Ungewisse. Also die Details, ne, in Licht und Schatten. Die ganze Situation hier, der eisige Schnee, man fängt richtig an mitzufrieren. Der Tunnel müsste gleich dort vorne sein. Und direkt dahinter liegt der Weg zum Tempel. Was für eine Art Tunnel ist das? Ein Bergwerksstollen? Er ist Teil einer alten Minenanlage. Diese Berge sind voll von derartigen Gängen. Und eure verschwundenen Soldaten sind irgendwo da drin? Gemeinsam mit dem, was auch immer sie festhält. Das werden wir noch früh genug herausfinden. Wie oft sie sagen, das werden wir dann sehen, das werden wir noch früh genug herausfinden. Aber.
Man kann sich doch... Man ist doch besser vorbereitet, wenn man... Oh, ich glaube, wenn ich da reingehe, geht's gleich übel. Da sind Gegner drin. Sind meine Teamkameraden sind noch nicht da, oder? Meine Teamkameraden... Sind die schon? Varric? Varric, kann ich Varric schon hier irgendwo hin... Wo sie... Nein, die Reichweite endet genau hier. Oh, oh. Die klettern gerade erst noch die Leiter nach oben, oder? Oh, ups, das wollte ich nicht. Ich wollte... Jetzt habe ich zu Varric gewechselt, dabei die Pause deaktiviert, aber jetzt seid ihr wenigstens alle da. Gut. Wird jetzt die ein oder andere auf die Nuss kriegen, hauen wir einfach drauf, bis sie weg sind. Dann müssen wir uns jetzt keine Gedanken über Taktik machen. Passt schon. Oh, der Schild läuft ab. Der Schämen ist nicht tot, ich höre ihn noch. Ah, Solus kriegt Schaden. Magier halten wirklich nicht viel aus. Also Stoffrüstung hier ist wirklich Stoffrüstung. Die wird auch nicht weniger, je besser sie ist. Man trägt umso mehr Kleidung am Körper. Sehr realistisch gehalten. Oh Gott, ist das dunkel hier drin. Nein, sowas wie Lebenspunkte-Regeneration gibt es nicht direkt. Ui, da könnte in jeder Ecke irgendetwas Böses lauern, das uns ansprengen will. Wenn man näher rangeht, bekommen wir natürlich auch einen breiteren Lichtkegel um uns herum und sehen, was passiert. Aber wir werden auch noch später im Spiel auf Höhlen treffen. Die sind so schwarz und so tief, dass man da manchmal große Angst hat, reinzugehen. Gut, ich habe mein letzter Spielstand war jetzt auf Albtraum. Ich habe sowieso Angst, vor allem in diesem Spiel. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass das hier alles ganz entspannt ist. Eine Fackel, die wir anzünden können. Das ist doch schon mal super. Und hier ist ein neuer Schild drin. Den kann man doch gleich mal ausrüsten. Ah, da. Griffon-Schild, da. Gibt uns... Hä? Achso, mehr auf Angriff. Weniger auf Verteidigung. Ja, ist ja kein Problem. Skelette können wir nicht tragen, das brauchen wir alles nicht. Wie wär's mit dem Feuerstab für Solus? Dann macht er nicht mehr Eisschaden. Hätte er eh Eisangriffe, dann macht er Feuerschaden. Ich glaube, dann taut er zwar die Gegner auf, die er einfriert, aber Gegner verbrennen macht dann doch mehr Schaden auf einmal. Der Schild sieht ja... Wow, guckt euch mal. Der ist aber poliert. Der lag aber nicht lange in der Truhe, sonst wäre der eingestaubt. Oh, da ist noch was zum Looten. Da sind Gegner, habe ich genau gesehen. Erstmal looten, looten, looten. 60 Gold. Wer lässt denn hier 60 Gold herumliegen? Varric, nicht gegen mich laufen. Okay, da gehe ich jetzt, glaube ich, volles Karacho ran. Ziehe die anderen Charaktere mit mir und dann können wir uns immer noch taktisch positionieren. Die Barriere wird gezaubert, das ist in Ordnung. Varric, geh auf den Schemen. Das sollte reichen. Den Flock jetzt einfach mal, ne? Ja, wenn Cassandra natürlich auch tankt und Akku zieht, bringt das mit den Blocken nicht mehr so viel. Nein, ich wollte die springen, ich wollte... So, jetzt erstmal nächster Schemen. Dann Solus, dann greif auch den an, alle anderen Schemen schon tot sind. Was ich machen wollte, war Auto-Attack. Ich bin schon wieder gesprungen, nein. Das ist die Sprungtaste, Hani, nicht A drücken. Schultertaste ist angreifen. Es taut ihn nicht auf, auch wenn Solus mit Feuerattacken auf den eingefrorenen Schatten. Das ist sogar ein höherer Schatten. Hat jetzt aber auch nicht viel mehr ausgemacht. Oh, und da ist noch ein bisschen was im Gepäck. Okay, das war ein bisschen Leder. Und da sind wir auch schon wieder im Freien. Ich schätze, wir haben die Soldaten gefunden. Das können unmöglich alle sein. Dann könnten sich die anderen vielleicht weiter vorne verschanzt haben. Die Bresche muss für uns an erster Stelle stehen. Wenn wir sie nicht bald schließen, ist niemand mehr sicher. Das überlasse ich dem Mann mit der leuchtenden Hand. Ich bin der Mann mit der leuchtenden... Das ist ein cooler Titel. Der Mann mit der leuchtenden Hand. Teil 3 jetzt in ihrem Kino. Warum haben die da keine Waffen mehr gehabt? Oder keine schwere Rüstung mehr getragen? Keinen Helm? Gar nichts? Die sind doch wohl nicht da nackt in den Kampf gegangen. Da kann ja wohl was nicht mit rechten Dingen zugehen. Oh, und da vorne ist der nächste Riss. Ich glaube, das ist der erste Zwei-Phasen-Riss im Nichts, den wir treffen werden. Okay, gut. Dann taktische Positionierung. Varric, hau die Schemen weg. Solus und Varric kümmern sich immer um die Fernkämpfer. Wir kümmern uns um die Nahkämpfer. Ja, es klappt alles gut.
Da muss ich ja fast gar nichts machen. Ich bin ja schon alleine schon. Dann kann ich auch mal jetzt endlich mal erfolgreich die Energie im Riss stören. Dann werden die Gegner nämlich betäubt und bekommen Schaden. Das ist bei sehr vielen verschiedenen Gegnern, die es hier im Spiel gibt, unglaublich nützlich. Habe ich jetzt gerade einfach in die Luft gehauen. Ja. Ihr habt überlebt. Mit Mühe und Not. Jungs, es geht weiter. Jungs, es geht weiter. Solas, schön hinten kämpfen. Barrick, ebenfalls, positioniere ich mal da. Ich gehe jetzt nah an die Gegner ran und ich will taunten. Komm schon. Taunten, taunten, taunten. Diese Gegner können nämlich im Erdboden verschwinden und dann wieder auftauchen und betäuben einen erstmal, wenn sie... Ja, das ist genau das, was er da macht. Tauchst du auf? Wo tauchst du auf? Du tauchst aber nicht hier auf. Das sieht man nämlich im Boden schon, wo die wieder auftauchen. Dann gehe ich jetzt mal auf den Fernkämpfer. Ein bisschen mehr Spielübersicht. Ich bin es einfach nicht gewohnt, Nahkämpfer zu spielen. So, dann gehen wir wieder zurück. Und ich glaube, das war's. Das bedeutet, wir können wieder den Riss schließen. Erfolgreich. Ihr habt ihn ebenso geschlossen wie den letzten. So langsam bekommt ihr Übung. Dann hoffen wir mal, dass es bei dem Großen auch funktioniert. Dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid, Lady Cassandra. Ich glaube nicht, dass wir noch viel länger durchgehalten hätten. Dankt unserem Gefangenen, Leutnant. Er hat darauf bestanden, dass wir diesen Weg nehmen. Dem Gefangenen? Dann seid ihr... Solange die Chance bestand, euch zu retten, mussten wir es einfach versuchen. Und dafür bin ich euch zutiefst dankbar. Der Rückweg ins Tal ist im Moment sicher. Geht, solange ihr noch könnt. Wir brechen sofort auf. Na los, Bewegung! Der Weg vor uns scheint ebenfalls frei von Dämonen zu sein. Dann beeilen wir uns besser, bevor sich das ändert. Okay, dann betreten wir jetzt also als... Das ist der Weg zum Tempel. Oh Gott, wir sind so nah an der Bresche dran. Als ich das erste Mal gespielt habe, hat mich das wirklich mehr als beeindruckt. Ich war wirklich, muss ich sagen, noch nie von einem Spiel so gefesselt wie von Dragon Age Inquisition. Das hat mich angezogen wie ein Buch. Löcher im Nichts kommen doch nicht zufällig zustande, oder? Nee. Wenn ausreichend Magie zum Tragen kommt, ist es durchaus möglich. Aber es gibt einfachere Wege, Dinge zur Explosion zu bringen. Das ist wahr. Wie das alles geschehen ist, können wir uns fragen, sobald die unmittelbare Gefahr gebannt ist. Ja, wenn wir denn überhaupt in der Lage sind, die Gefahr zu bannen. Ich meine, kleine Risse im Nichts schließen, das ist die eine Sache. Aber große Risse... Wow, sind die Steintexturen detailliert. Oh, Entschuldigung, ich halte mich hier wieder an Kleinigkeiten auf. Dabei müssen wir die Welt retten und Menschen leben und... Uiuiui. Uiuiuiui. Wir sind fast direkt unter der Bresche. Wie viel Magie sich da kanalisiert. Der Einschlagskrater. Schaut euch das an. Was für eine gigantische Explosion. Das Gestein verbrannt hat mit magischer Energie. Aufgeladen hat. Dies ist der Ort, an dem ihr aus dem Nichts getreten seid und von unseren Soldaten gefunden wurdet. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Daran kann ich mich dunkel erinnern. Oh Gott, die Explosion war so drastisch, dass die Menschen einfach erstarrt sind. Einfach verbrannt von dieser gigantischen magischen Explosion. Weit hinaus. Und das haben wir überlebt. Oh Gott. Nein, ich glaube, hier gibt es sonst nichts weiter zu sehen, außer nur noch mehr Tod und Leid. Dann wollen wir dem Tod und dem Leid mal lieber ein Ende setzen, indem wir uns so schnell wie möglich zum Ursprungsort begeben. Ihr seid hier. Dem Erbauer sei Dank.
Liliana, lasst eure Männer um den Tempel herum Posten beziehen. Dies ist eure Chance, das alles zu beenden. Seid ihr bereit? Ich werde es versuchen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich sie erreichen, geschweige denn, ob ich sie schließen kann. Nein. Dieser Riss war der erste. Und er ist der Schlüssel. Schließt ihn, dann können wir vielleicht auch die Bresche schließen. Dann lasst uns einen Weg nach unten suchen. Und seid vorsichtig. Okay, dann wollen wir mal die Welt retten. Ein sicherer Weg nach unten wird ja sicherlich... Dies ist die Stunde unseres Sieges. Bringt mir das Opfer. Einen sicheren Weg geben. Ich vermute, die Person, die die Bresche erschaffen hat. Solas, wie kannst du das so ruhig sagen? Wenn einem diese Stimme im eigenen Kopf widerhallt. In einer Lautstärke. Okay, hier stehen unsere Soldaten. Oh, das ist rotes Lyrium. Dieses Zeug hier ist rotes Lyrium, Sucherin. Ich sehe es, Varric. Aber was macht es hier? Magie könnte sich des Lyriums unter dem Tempel bedient und es verderbt haben. Lyrium, so eine Art magisches Mineral. Berührt es nicht. Mit einer lebendigen Bringt Essenz. Das Opfer zum Schweigen. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Das ist die Stimme der göttlichen Justinia! Okay, dann sollten wir uns wirklich beeilen, hier runter zu... Da ist eine Treppe nach unten. Wir hätten auch einfach runterspringen können. Ah, es nützt ja auch nichts, wenn man sich die Knie dabei bricht. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Was geht hier vor? Das war eure Stimme und ihre Heiligkeit. Aber... Was geht hier vor? Flieht, solange ihr noch könnt! Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling. Tötet ihn sofort! Ihr wart dort! Wer waren die Angreifer? Und die Göttliche? Ist sie... War diese Vision die Wahrheit? Was sehen wir hier? Ich erinnere mich nicht. Echos dessen, was hier geschehen ist. Das Nichts sickert in diesen Ort hinein. Dieser Riss ist nicht versiegelt, sondern verschlossen. Vorübergehend. Ich glaube, mit dem Mal kann der Riss geöffnet und dann sicher versiegelt werden. Allerdings dürfte die Öffnung des Risses einige Aufmerksamkeit erregen. Das heißt Dämonen. Achtung! Ja, wir haben wirklich Aufmerksamkeit erregt. Das ist diesmal ein sehr großer Dämon. Okay, wir bringen unsere Fernkämpfer in Sicherheit, Solas. Geh mal da zu dem anderen Fernkämpfer und Varric. Genau, perfekt. Geh zu dem anderen Fernkämpfer, während Cassandra und ich uns hier um den Dämonen des Hochmuts kümmern, der gerade eine Rüstung bekommen hat. Wir müssen seine Verteidigung schwächen! Gott sei Dank weiß ich, wie das geht. Wir stören nämlich jetzt einfach die Energie des Risses. Daraus bezieht er seine Kraft, seine Lebensenergie. Der Dämon ist verwundbar. Schlag zu! Und oh, du bist ein bisschen nah an Varric dran. Das gefällt mir nicht. Würdest du dich bitte wieder auf mich konzentrieren? Der ist übrigens auf Albtraum überhaupt nicht lustig. Dass er jetzt ab und zu brennt, liegt übrigens auch daran, dass Solas
Art Autoangriffe, also Standardangriffe, jetzt Feuer verursachen. Wow, der kann eine gute Peitsche. Au! Hey! Mein ganzer Block ist natürlich auch so drauf. Okay, Leverick steht da noch sicher. Solus? Alles gut bei dir? Solus, geht's auch noch gut? Gut, dann, warte jetzt mal seine Phasen ab. Oh, großartig! Das war's. Mehr ist hier nicht. Nein, ich sehe auch nur noch die beiden Punkte auf der Karte. Wir sehen die Gegner, die um uns herum erscheinen, ebenfalls auf der Minimap unten links angezeigt. Sodass... Oh, Cassandra, was hast du getan? Oh, sie hat einen Heiltrank getrunken, Gott sei Dank. Dann stören wir mal wieder die Energie des Risses. Oder auch nicht. Würdest du mich wohl bitte die Energie des Risses stören lassen? Okay, Cassandra hat wieder etwas Block aufgebaut. Das ist gut. Wir haben ihn betäubt. Das ist besser. Das sollten wir so oft tun, wie wir können. Aber wenn wir nicht viel Schaden einfach. Ich vergesse immer wieder, dass ich einfach B zum Blocken drücken könnte. Also Nahkämpfer muss ich noch... Was der auch alles für... Ah, das ging... Oh Gott, ich habe schon Angst gehabt, dass das in Richtung Solus ging, aber alles in Ordnung. Dann stören wir nochmal deine Verbindung zu... Ey! Ihr seid nicht gerade genau dann gespawnt, wenn ich die Energie des Risses gestört habe. Oh toll, jetzt ist er wieder verwundet. Okay, dann töten wir jetzt erst die beiden hier. So schnell es geht. Und dann stören wir nochmal die Energie des Risses. Ich weiß nicht, vielleicht reicht das sogar aus, um ihn nicht mehr endgültig zu besiegen. Mit dem Kochen kann ich nicht. Das muss ich üben. Okay, Riss, Riss, Riss. Ich brauche, ich muss da, ah, darf ich gucken. Riss, Riss. Jetzt so. Sehr gut. Doch, das reicht. Leute, haut eure stärksten Zauber raus. Solus seine, ja, Solus hat seine stärksten Zauber rausgehauen. Dann, bringen wir das jetzt zu einem Ende. Ich hab daneben jemand gesehen. Schildstoß. Jetzt! Schließ den Riss! Okay, dafür muss ich aber erstmal an den Riss rankommen. Tut es! Oh, Gott sei Dank. Ich wusste nicht, dass ihr wach seid. Wirklich. Was für eine verängstigte Elfe. Halb so schlimm, ich... Ich bitte euch untertänigst um Vergebung und euren Segen. Ich bin nur eine einfache Dienerin. Ihr seid wieder in Haven, my Lord. Sie sagen, ihr hättet uns gerettet. Die Bresche hat aufgehört zu wachsen. Genau wie das Mal auf eurer Hand. Seit 3 Tagen redet niemand mehr von irgendwas anderem. Ah ja, jetzt sind wir auf einmal der Held, der große, tapfere Krieger. Vorher wollten sie uns alle den Kopf verpacken, weil wir schuld waren an dem ganzen Schlamassel. So schnell ändert sich die Meinung der Menschen also. Dann sind wir sicher, würde ich mal vermuten. Dann ist die Gefahr vorüber. Die Bresche ist noch immer am Himmel, aber ja, das haben sie gesagt. Lady Cassandra wünscht gewiss zu erfahren, dass ihr wach seid. Sie sagte umgehend. Und sie ist... wo? In der Kirche. Mit dem Lordkanzler. Umgehend hat sie gesagt.
Oh, da hat er sein Kästchen liegen lassen. Ach, das sind unsere Heilkräuter. Und da ist eine Sonderlieferung, weil ich ja die erweiterte Edition des Spiels habe. Schild des Drachen. Oh ja, wir bekommen ja jetzt die bessere Rüstung. Einmal Langschwert des Drachen und einmal Schild des Drachen. Und dann bekommen wir noch die schwere Rüstung des Drachen. Okay, ja gut, er sieht schon imposant. Er kann das tragen. Ich glaube, dem kannst du auch einfach ausziehen und das sieht dann noch gut aus. Ich meinte, ihr wisst, was ich... Ich hatte gehofft, jemand, der für so etwas besser geeignet ist als ich, würde mich ablösen, bevor der Überlebende stirbt. Aber das wird wohl nichts. Also beobachte ich eben seinen Zustand. Erster Tag. Feuchtkalte Haut, flache Atmung, erhöhter Puls, keine Reaktion. Geweitete Pupille. Der Magier sagt, sein vernarbtes Mal Summe von unbekannter Magie. Ich wünschte, wir könnten hier drin einen Templer stationieren. Nur für den Fall. Das ist also von dem Arzt, der uns überwacht hat, ja? Als wir hier im Fieber waren mit unserem Mal lagen. Hier gibt es sonst nichts zu holen. Dann sollten wir auch mal zu Lady Pentagast gehen. Und, der Menschenauflauf da draußen gilt uns? Wie es aussieht? Das ist er. Das ist Andrastes Herold. Es Was? Heißt, als er aus dem Nichts trat, hat Andraste selbst über ihn gewacht. Shh. Wir sollten ihn nicht stören. Ich und der Herold Andrastes. Warum hat Lady Cassandra ihn in Ketten legen lassen? Ich dachte, Sucherinnen wissen alles. Das ist kompliziert. Wir hatten nach der Explosion beim Konklave alle Angst. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Andraste selbst hat ihn gesegnet. Okay. Wir sind also jetzt quasi der Messias der Dragon Age Mythologie. Also beziehungsweise angekoppelt an den Messias-Glauben der Dragon Age Mythologie. Andraste, dazu werden wir auch noch mehr lesen. Ist es nicht, er würde sie ganz schließen? Egal, das ist mehr als jeder andere erreicht hat. Andernfalls hätten uns die Dämonen geholt. Also die Bresche klafft immer noch am Himmel, ja. Gut, aber wir haben den Riss, der die Verbindung zur Bresche hatte, geschlossen. Das bedeutet, da kommen jetzt erstmal keine weiteren Dämonen nach. Gut. Das bedeutet, ein Teil des Problems ist schon mal beseitigt. Kanzler Roderick sagt, dass die Kirche nichts mit uns zu tun haben will. Das hat Kanzler Roderick nicht zu entscheiden, Schwester. Macht der Kanzler etwa schon wieder Stunk? Der ist nie zufrieden, ne? Wir retten allen Leuten hier das Leben. Oh, was gibt's hier? Ein Gesang für die Verstorbene. Ach, das sind die Gesänge, das sind die verschiedenen Lieder, die man finden kann. Eben auch aus dem Glauben heraus entstanden, im Volk überliefert. Habt ihr jetzt völlig den Verstand verloren? Wer sollte umgehend nach Val Royeaux gebracht werden, damit die neue Göttliche über ihn richtet? Wer sie auch sein mag. Ich glaube nicht, dass er schuldig ist. Der Gefangene hat versagt, Sucherin. Die Bresche ist noch immer am Himmel. Und nach allem, was wir wissen, ist das auch genau das, was er wollte? Das glaube ich nicht. Das habt nicht ihr zu entscheiden. Eure Pflicht ist es, der Kirche zu dienen. Meine Pflicht ist es, den Prinzipien zu dienen, auf denen die Kirche basiert, Kanzler. Und dasselbe gilt auch für euch. Fesselt ihn! Ich will, dass ihm in der Hauptstadt der Prozess gemacht wird. Hört nicht auf ihn und lasst uns allein. Ihr spielt ein gefährliches Spiel, Sucherin. Die Bresche ist zwar stabil, aber sie bleibt eine Bedrohung. Das werde ich nicht ignorieren. Also verdächtigt uns Kanzler Roderick weiterhin. Gut, man kann es ihm nicht verübeln. Jeder hier ist verdächtigt. Wir wissen nicht mal, ob wir nicht vielleicht wirklich... Ich habe getan, was ich konnte, um die Bresche zu schließen. Und es hätte mich beinahe umgebracht. Und das doch lebt ihr noch. Ein äußerst angenehmer Ausgang, soweit es euch betrifft. Passt auf, Kanzler. Die Bresche ist nicht die einzige Bedrohung, der wir uns stellen müssen. Irgendjemand war für die Explosion beim Konklave verantwortlich. Jemand, mit dem ihre Heiligkeit nicht gerechnet hatte. Vielleicht starb dieser jemand mit den anderen. Oder er hat Verbündete, die noch am Leben sind. Ihr verdächtigt mich? Euch und viele andere. Jedoch nicht den Gefangenen. Ich habe die Stimmen im Tempel gehört. Die Göttliche hat ihn um Hilfe gebeten. Sein Überleben, dieses Ding auf seiner Hand, das alles ist also nur ein Zufall? Es ist Vorsehung.
Der Erbauer hat ihn in unserer dunkelsten Stunde zu uns gesandt. Oh nein, jetzt geht das wieder mit der Religion los. Gepriesen sei der Erbauer, wir sind doch hier nicht bei Obi. Ihr haltet mich für unschuldig. Ist das euer Ernst? Was wollt ihr denn noch? Ich bin kein Auserwählter. Gut, das können wir jetzt nicht sagen. Wir sind so planlos. Ich meine, wir haben eine lichterne Gestalt gesehen dort. Im Nichts. Was? Das ist alles so schroff. Was nehmen? Es? Das da. Das ist gut. Wird schon. Ist am wenigsten unhöflich. Ihr habt eure Meinung über mich also geändert. Ich habe mich geirrt. Und vielleicht tue ich es immer noch. Ich werde jedoch nicht vorgeben, ihr wärt nicht genau das, was wir im Augenblick der Not brauchen. Die Bresche ist noch immer offen und euer Mahl bleibt unsere einzige Hoffnung, sie zu schließen. Diese Entscheidung liegt nicht bei euch. Ihr wisst, was das hier ist, Kanzler. Ein Erlass der Göttlichen, der uns die Autorität verleiht, etwas zu unternehmen. Hiermit erkläre ich die Inquisition für wieder eingesetzt. Wir werden die Bresche schließen, die dafür Verantwortlichen finden und die Ordnung wiederherstellen, mit oder ohne eure Zustimmung. Das war der Wille der Göttlichen. Die Inquisition früherer Tage wieder einzusetzen, um jene zu finden, die sich gegen das Chaos stemmen. Aber noch sind wir nicht bereit. Wir haben keinen Anführer, keine Anhänger und jetzt haben wir auch die Unterstützung der Kirche verloren. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir müssen jetzt handeln, mit euch an unserer Seite. Okay, darum möchte ich jetzt mehr wissen. Die Inquisition? Bitte was? Was genau ist die Inquisition früherer Tage? Sie ging der Kirche voraus. Männer und Frauen, die sich zusammenschlossen, um die Ordnung in einer aus den Fugen geratenen Welt wiederherzustellen. Später legten sie ihr Banner nieder und gründeten den Templerorden. Doch die Templer sind von ihrem Weg abgekommen. Wir brauchen jene, die tun können, was getan werden muss. Aufs Neue unter einem einzigen Banner vereint. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass die Kirche damit sonderlich glücklich war. Zumindest war Kanzler Roderick damit alles andere als einverstanden. Und wenn er der Repräsentant ist... Aber seid ihr nicht immer noch Teil der Kirche? Sieht es für euch etwa danach aus? Die Kirche wird einige Zeit brauchen, um eine neue Göttliche zu finden. Und dann abwarten, welche Entscheidungen sie trifft. Wir können uns diese Zeit nicht nehmen. Beim Konklave sind einfach zu viele oberste Klerikerinnen gestorben. Nein, wir sind auf uns allein gestellt. Vielleicht für immer. Ihr wollt einen heiligen Krieg anzetteln? Wir sind längst im Krieg. Und ihr seid längst ein Teil davon. Nicht umsonst tragt ihr dieses Mal. Ob der Krieg allerdings heilig ist, hängt davon ab, was wir in Erfahrung bringen. Und wenn ich mich weigere? Ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Ihr solltet allerdings wissen, dass euch einige zwar für den Auserwählten halten, viele aber noch immer an eure Schuld glauben. Die Inquisition kann euch nur schützen, wenn ihr bei uns seid. Wir können also auch euch helfen. Natürlich wird es nicht leicht werden, wenn ihr bleibt. Doch ihr könnt nicht einfach so tun, als hätte euch das alles nicht verändert. Natürlich hat uns das verändert. Unser Horizont wurde erweitert. Unsere Ansicht auf die Welt hat sich komplett geändert. Unser Glauben ist damit erschüttert worden. Vielleicht für den einen oder anderen verstärkt, aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er so ein Mann des Glaubens ist. So sieht Arthur nicht aus. Er ist mehr der Kritiker. Aber was auch immer passiert ist, auch wenn es noch so seltsam war, uns wurde die Macht gegeben zu helfen, also werden wir unsere Macht natürlich auch nutzen, um zu helfen. Ohne Welt gibt's auch uns nicht. Wenn ihr tatsächlich die Ordnung wiederherstellen wollt. Das ist der Plan. Helft uns, die Sache in Ordnung zu bringen, ehe es zu spät ist. Thank you.
Das war ja also der Prolog von Dragon Age Inquisition. Und jetzt stehen wir hier vor dem größten Abenteuer, das wir in unserem ganzen Leben bisher erlebt haben. Und jeder Tag wird komplett neu und spannend. An dieser Stelle bedanke ich mich schon mal sehr fürs Zusehen, fürs Bewerten, fürs Kommentieren, fürs Favorisieren und willkommen zu diesem wirklich epischen, langen neuen Projekt auf meinem Kanal. Nein, die Parts werden nicht alle so lang, aber ich dachte, den Prolog, den werden wir in voller Gänze genießen. Für den Abspann nehmen wir uns jetzt noch ein paar Codex-Einträge vor. Und wer keine Lust darauf hat, sich diese anzugucken, der sei jetzt schon mal verabschiedet. Dem Rest wünsche ich viel Spaß mit der kleinen Geschichtsstunde. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Dragon Age Inquisition, wenn wir unser Abenteuer angehen, uns hier ein bisschen umsehen und das ein oder andere an Quest annehmen werden. Wir fangen im Codex mit den Charakteren an. Und zwar mit Cassandra Pendergast. Oh weh, weiß auf schwarzer Text, das wird sich so in meine Augen einbrennen. Lord Zucker Lucius, ich bin mir der Absichten hinter der Erklärung eures Vorgängers vollkommen bewusst. Lord Zucker Lambert hat die Templer der Kontrolle durch die Kirche entrissen und sie aus Gründen, die ihr beide als gerechtfertigt erachtet, in einen Angriff auf sämtliche Magier geführt. Mir jedoch ist nicht ganz klar, wann die Sucher der Wahrheit dazu übergegangen sind, selbst Unrecht zu verüben, anstatt andere davor zu beschützen. Und solltet ihr tatsächlich der Überzeugung sein, dem sei nicht so, dann werft einfach einen Blick aus dem Fenster. Seht euch an, welches Chaos dieser Krieg verursacht hat. Und fragt euch, ob sich Cedars selbst im Falle eures Sieges je wieder davon erholen wird. Ich werde die rechte Hand der göttlichen Justinia bleiben. Selbst wenn ihr mich dafür als Verräterin abstempelt. Es tut mir leid, aber es steht so viel auf dem Spiel, um den Pfad zu verlassen, den wir bei der Gründung der Kirche aus freien Stücken eingeschlagen haben. Aus einem Brief von Sucherin Cassandra Pendergast an Lord Sucher Lucius Corrin, 49 des Zeitalters des Drachen. Weiter geht's mit der göttlichen Justinia, der Fünften. Die göttliche Justinia V., vormals ehrwürdige Mutter Dorothea von Orleans, kam nach dem Tod der göttlichen Beatrix III. Im Jahr 934 des Zeitalters der Drachen an die Macht. Über Dorotheas Vergangenheit vor ihrer Zeit als Anwärterin der Kirche ist nur wenig bekannt. Doch sie erwies sich als aufgeschlossener, kühner Geist, der sogar bereit war, Liliana, eine ehemalige Bardin und Laienschwester, als enge Beraterin zu akzeptieren. Die unnachgiebige Entschlossenheit, mit der sie ihren eigenen Weg verfolgte, sowie das Gerücht, sie würde den Magieraufstand unterstützen, erregten den Unmut der mächtigen Priesterinnen, die es seit langem gewohnt waren, den Einfluss auf die Göttliche zu kontrollieren. Im Jahr 940 des Zeitalters der Drachen berief die göttliche Justinia ein Treffen ein, um einen Waffenstillstand zwischen den aufständischen Magiern und den von der Kirche abgespalteten Templern auszuhandeln. Das göttliche Konklave fand im Tempel der Heiligen Asche statt, dem heiligsten Ort in ganz Cedars. Doch bevor eine Einigung erzielt werden konnte, kam es zu einer verheerenden Explosion, die das Konklave vernichtete, den Tempel zerstörte, den Himmel aufriss und jegliche Hoffnung auf Frieden zunichte machte. Die göttliche Justinia V. starb im Tempel der Heiligen Asche und ließ die Kirche führungslos zurück. Infolge ihres Todes taumelt die Kirche nun einem immer ungewisseren Schicksal entgegen. Sollte es nicht gelingen, die Ordnung in Cedars wiederherzustellen, könnte Justinia V. als letzte Göttliche der Kirche in die Geschichte eingehen. Großkanzler Roderick. Es gibt einige, die der Meinung sind, für Männer gäbe es, abgesehen von den niedersten Rängen gelehrter Brüder und den Templern, keinen Platz in der Kirche. Das ist nicht wahr. Die Institution erstreckt sich über 7 Nationen, von der kleinsten Dorfkirche bis hin zur großen Kathedrale von Val-Royaux. Da bedarf es mehr als nur Predigen, um sie am Leben zu erhalten. Es gibt eine unsichtbare Armee von Helfern, die sicherstellen, dass Speisen aufgetischt, Reparaturen durchgeführt und Gläubige angehört werden. Und das meiste davon übernehmen Brüder der Kirche, wie ich selbst. Die Position des Großkanzlers stellt ihrer Heiligkeit einen Mann an die Seite. Ich lege fest, wer eine Audienz erhält. Ich führe ihre Korrespondenz, verkünde Cedars ihr Wort und diene ihr als Berater in Fragen, die zwar weltlich sein mögen, aber deshalb dennoch nicht unberücksichtigt bleiben dürfen.
Sollte ich irgendwelchen Einfluss besitzen, so muss gesagt sein, dass ich ihn, wenn überhaupt, nur spärlich nutze. Ich erfülle meine Aufgabe voller Ehrfurcht und trage gemeinsam mit meinen Brüdern eine Bürde, damit andere frei sind, die Seelen von Cedars ohne jegliche Last anzuleiten. Auszug aus einem Brief des Großkanzlers Roderick Essington, 938 des Zeitalters der Drachen. Tholus. Cassandra, mir ist bewusst, dass es unser oberstes Ziel sein muss, mehr über diese seltsame Bresche am Himmel in Erfahrung zu bringen und die Leute vor den Dämonen zu schützen, die aus ihr herausströmen. Ich setze meine Nachforschungen natürlich fort, möchte euch jedoch auf einen Neuankömmling in unserem Lager aufmerksam machen. Einen abtrünnigen Elfen, der sich selbst Tholus nennt. Tholus hat das Lager aus freien Stücken betreten und den Trupp der Kirche widerspruchslos seinen Stab ausgehändigt. Er ist kein Dalish und sagt, er sei niemals Teil des Zirkels gewesen. Er behauptet, er habe die Macht stattdessen friedlich und für sich selbst studiert, insbesondere jegliche Magie, die etwas mit dem Nichts zu tun hat. Da ich annehme, dass ihr euch sträuben werdet, die Hilfe eines Abtrünnigen anzunehmen, möchte ich noch einmal betonen, dass Tholus freiwillig zu uns gekommen ist. Ihr wurde zum Zeitpunkt der Explosion in einem nahegelegenen Dorf gesehen, weshalb wir davon ausgehen können, dass er nicht für die Geschehnisse beim Konklave verantwortlich ist. So genau, wie er mir die Auswirkungen der Bresche erklärt hat, bin ich außerdem davon überzeugt, dass er mehr über das Nichts weiß als jeder andere hier. Tholus hat um die Erlaubnis gebeten, den einzigen Überlebenden sowie einen der kleineren Risse untersuchen zu dürfen und hofft, dadurch eine Möglichkeit zu finden, die Bresche zu schließen. Er hatte mit seiner Vermutung, dass sie größer wird, recht und ist davon überzeugt, dass sie die gesamte Welt vernichten wird, wenn es uns nicht gelingt, sie aufzuhalten. Sofern ihr keine Einwände habt, werde ich ihm diese Untersuchung gestatten, unter strenger Überwachung natürlich. Leliana. Trevelyan, der Freimarscher. Die Trevelyans sind ein Adelshaus aus Ostwick, einem Stadtstaat an der Südküste der Freien Marschen. Sie sind eine alte, bedeutende Familie, die unter ihresgleichen großes Ansehen genießt und enge Bande zur Kirche besitzt. Ihre jüngsten Söhne und Töchter, die Dritt- oder Viertgeborenen mit geringeren Aussichten, je das Erbe ihrer Eltern anzutreten, schließen sich häufig der Kirche an, um Templer oder Klerikerin zu werden. Und genau dies wurde auch von Lord Arthur Trevelyan als jüngstem Kind erwartet, bis es zu der Katastrophe beim Konklave kam. Arthur war im Tempel der Heiligen Asche, um gemeinsam mit einigen entfernten Verwandten aus den Reihen der Kirche die Interessen seiner Familie zu vertreten. Nach der Explosion war er der einzige Überlebende im Tempel. Das Gerücht, das geheimnisvolle Mal auf seiner Hand sei ein Zeichen der Gunst des Erbauers, wurde von jenen verbreitet, die behaupten, sie hätten gesehen, dass Lord Arthur von der königlichen Prophetin Andraste höchst selbst aus dem Nichts geleitet wurde. Varric Tethras. In Erzählungen steckt Macht. Und darum geht es doch bei der ganzen Geschichtsschreibung. Um die besten Geschichten, diejenigen, die Bestand haben. Und warum sollte es da nicht meine sein? Varric Tethras aus der Händlergilde der Zwerge in Kirkwall ist für zwei Dinge berühmt, oder vielmehr berüchtigt. Seine Bücher und seine Freundschaft mit dem Champion von Kirkwall. Nach der Abspaltung der Templer und Zirkel von der Kirche schickte die göttliche Justinia V. ihre Vertrauten nach Kirkwall, um an dem Ort nach Antworten zu suchen, an dem der Krieg seinen Anfang genommen hatte. Der Champion selbst war zwar längst verschwunden, doch Varric hatte ein Buch über die Rolle geschrieben, die sein Freund bei der Zerstörung der Kirche von Kirkwall gespielt hatte, weshalb es der linken und rechten Hand der Göttlichen auch überraschend leicht fiel, ihn aufzuspüren. Sie nahmen ihn fest und verhörten ihn. Anschließend brachten sie ihn zum Konklave, wo er seine Geschichte gegenüber der Göttlichen persönlich wiederholen sollte. Das Schicksal entschied jedoch, dass er ihr nie begegnen sollte. Gehen wir über zu den Werkstoffen. Da haben wir als einzigen Eintrag die Elfenwurzel. Die Elfenwurzel wurde als erstes von den Elfen von Alathan benutzt, daher auch der Name. Die Wurzel verlieh ihren Arzneien zusätzliche Wirksamkeit und als das Reich die Elfen besiegt hatte, übernahmen die Magister die Pflanze und sie wurde in allen Ecken des Reichs überaus beliebt. Die Elfenwurzel ist eine zähe Pflanze mit großen grünen Blättern, die vielerorts wild wächst. Sie ist so verbreitet, dass sie in den meisten Gärten und Feldern zu finden ist, fast wie ein Unkraut. Im Gegensatz dazu freuen sich allerdings die meisten Leute, wenn sie Zugriff auf dieses wunderbare kleine Gewächs haben. Die Wurzel kann ohne große Vorbereitung verarbeitet werden. Reibt man beispielsweise Wunden mit ihrem Saft ein, wird die Heilung beschleunigt und der Schmerz gelindert.
Das Kauen kleiner Pflanzenteile heilt harmlose Krankheiten wie Magenverstimmungen, Darmwinde und Heiserkeit. Es gibt verschiedene Arten, aber die für Kräuterkundige wichtigsten sind die bittere, die leichte und die königliche Elfenwurzel. Auszug aus Das Botanische Kompendium von Ines Arankia, Botanikerin. Kreaturen, gucken uns die Kreaturen an. Dämon des Hochmuts. Die bislang mächtigsten bekannten Dämonen sind die des Hochmuts, weil sie von allen den Menschen am meisten ähneln. Sie sind so klug und berechnend wie die Dämonen der Wollust, mit einem Hang zur grausamer Ironie, der tatsächlich fast schon menschlich ist. Aber während letztere sich hauptsächlich mit der Bestechung von Sterblichen begnügen, wenden Dämonen des Hochmuts die Stärken des Menschen gegen ihn. Kluge überlisten sich selbst, Starke erschlagen sich selbst, Bescheidene vergessen sich selbst, Neidische fürchten sich selbst. Diese Dämonen haben Korruption und Untergang zur Kunstform gemacht. Aus hinter dem Schleier geistern Dämonen von Verzauberer Mirdrumel. Immer noch andere Kreaturen hier, oh ja, die Schatten. Es heißt häufig, der einzige Weg für einen Dämon, Einfluss auf die Welt der Lebenden zu nehmen, bestünde darin, einen vormals lebenden Körper zu übernehmen. Aber dem ist nicht so. Auch ein Dämon kann das. Auch ein Schatten kann das. Dabei handelt es sich um einen Dämon in seiner wahren Form, der sich angepasst hat und nun die ihm umgebende Welt beeinflussen kann. Ich habe folgende Hypothese. Es ist bekannt, dass viele Dämonen durch den Übertritt in unsere Welt durch den Schleier verwirrt werden. Sie können Lebende und Tote nicht auseinanderhalten, weil das Unveränderliche unserer Welt einer Kreatur seltsam vorkommen muss, die daran gewöhnt ist, Körperlichkeit allein durch Gefühl und Erinnerung zu definieren. Die meisten Dämonen neigen dazu, möglichst schnell etwas zu übernehmen, was sie als lebendig wahrnehmen. Aber was ist mit denen, die das nicht tun? Oder mit denen, die nichts Lebendiges finden oder bei der Übernahme scheitern? Was ist mit denen, die von Natur aus eher vorsichtig sind? Diese Dämonen beobachten, sie lauern, von Neid zerfressen. Mit der Zeit lernt so ein Dämon, Energie aus dem Geist der Wesen abzusaugen, die ihm begegnen, wie er es auch im Nichts getan hat. Sobald er über genügend Energie verfügt, kann er sich manifestieren und existiert von da an als Schatten. Diese Kreaturen verabscheuen die Übernahme. Stattdessen durchstreifen sie ihre Wie und saugen den Geist von allen aus, die es betreten. Vielleicht glauben sie ja, dass sie sich noch immer im Nichts befinden. Es gibt Indizien, die darauf hindeuten. Schemen. Schemen. Genau wie Irrlichter werden auch Schemen manchmal als Überreste von Geistern und Dämonen erachtet, die vernichtet wurden. Sie sind nicht in der Lage, das sie umgebende Nichts zu formen und können auch nicht die Gestalt derjenigen Dinge annehmen, die sie in den Gedanken der Träumenden sehen, wie es viele schwächere Geister tun. Stattdessen sind sie die Aasfresser des Nichts, die im Schatten stärkeren Geschöpfe, die im Schatten stärkerer Geschöpfe hausen und sich von übrig gebliebenen Gedanken und Gefühlen ernähren. Aus hinter dem Schleier geistern Dämonen von Verzauberern Mirdrumel. Gruppierungen, haben wir da schon was? Nein. Geschichte, da haben wir schon was. Das Konklave. Hinter uns liegt ein Jahr, in dem es kaum etwas anderes als Chaos gab. Ja, die Magier haben für die Auflösung des Zirkels der Magie gestimmt. Doch muss ich dazu eines anmerken. Diese Abstimmung erfolgte erst, nachdem ihre Freiheit infolge der tragischen Ereignisse in Kirkwall deutlich eingeschränkt wurden. Welche andere Wahl blieb ihnen denn? Und ja, der Templerorden hat sich von seinen Pflichten abgewandt und sich entschieden, die Magier zu jagen, um sie wieder unter Kontrolle zu bringen. Doch war wirklich etwas anderes zu erwarten, nachdem es über 1000 Jahre hinweg ihre einzige Aufgabe war, die Magier zu überwachen? Sie dachten, dieser Krieg wäre rasch beendet. Sie dachten, eine einzige Schlacht würde genügen, um den Willen der Magier zu brechen, woraufhin diese widerstandslos in die Gefangenschaft zurückkehren würden. Doch so kam es nicht. Dieser Krieg könnte sich ewig hinziehen, ohne dass eine der beiden Seiten einen Vorteil erringt. Sowohl die Templer als auch die Magier haben dies erkannt und sich deshalb bereits erklärt, dem Konklave beizuwohnen. Dies ist unsere Chance. Es müssen Worte gesprochen werden, die bislang ungesagt blieben. Wir müssen einen Kompromiss finden, weil es keine andere Lösung gibt. Daran glaube ich von ganzem Herzen. Und auch ich bin in dieser Angelegenheit nicht schuldlos. Ich habe womöglich zu sehr oder nicht genug auf Reform gedrängt. Doch der Erbauer gewährt mir eine weitere Chance und ich werde sie nicht verspielen. Wir werden im Tempel der Heiligen Asche Geschichte schreiben und mit ein wenig Glück wird man uns dafür in guter Erinnerung behalten. Aus den Tagebüchern der göttlichen Justinia der 5. 941 des Zeitalters der Drachen. Die erste Inquisition.
Die Geburt der Kirche ereignete sich vor mehr als 9 Zeitaltern und einst altbekannte Tatsachen gingen in den Nebeln der Zeit verloren. Der allgemeine Glaube ist, dass die Kirche allein die Templer und den Zirkel der Magi gründete. Nur wenige erinnern sich daran, dass es je eine Inquisition gab. Und jene, die es noch tun, glauben, sie sei der Kirche vorausgegangen, habe Kultisten sowie Magier gejagt und eine Schreckensherrschaft geführt, die erst endete, als sie sich in den Templerorden verwandelte. Doch das ist nicht die Wahrheit. Man muss sich vor Augen halten, in welchem Zustand sich Cedars vor der Gründung der Kirche befand. Es war eine Welt, in der die einzige Quelle der Stabilität, das Reich von Tevinter, zerfallen war. Die Leute gaben der Magie die Schuld für Andrastes Tod, für die Verderbnis, für all die Schrecken, die sie jeden Tag erlebten. Und das nicht ohne Grund. Abscheulichkeiten und Dämonen wüteten durch das Land. Niemand war vor ihnen sicher. Und so bildeten anfänglich verschiedene Gruppen von Männern und Frauen die Sucher der Wahrheit. Sie waren fest entschlossen, die Ordnung wiederherzustellen, weil niemand sonst tun wollte, was nötig war. Die Wahrheit, nach der sie suchten, die Frage, die sie beantworten wollten, war, wie man eine verrückt gewordene Welt wieder zur Vernunft bringen konnte. Führten sie eine Schreckensherrschaft? Womöglich. Es gibt Hinweise darauf, dass sie Magier ebenso erbittert beschützten wie gewöhnliche Leute. Wenn sie einschritten, beriefen sie stets ein Tribunal ein, um die schuldige Partei zu ermitteln. Es war diese unvoreingenommene Ausübung der Gerechtigkeit, was ihnen ihren schlechten Ruf einbrachte. Letztlich gab es keine Gruppe, gegen die sich die Sucher nicht irgendwann gestellt hätten, und so erlangte ihre Inquisition den Ruf, auf keiner Seite außer ihrer eigenen zu stehen. Sie jedoch hielten sich für aufrechte Leute, die die wahren Gebote des Erbauers befolgten. Am offensichtlichsten zeigte sich dies, als sie ihr Banner niederlegten, um die noch junge Kirche zu unterstützen. Sie glaubten von ganzem Herzen daran, dass der Templerorden genau die Antwort war, die ein verzweifeltes Cedars in dieser schrecklichen Zeit brauchte. Im Grunde genommen bestand die Inquisition aus unabhängigen Idealisten und nicht aus religiösen Eiferern. Und das ist die Wahrheit. Die Bresche. Was bedeutet es, den Schleier zu durchbrechen, der unsere Welt vom Reich der Träume und Dämonen trennt? Für gewöhnliche Sterbliche ist es ein erschreckender Gedanke, sich vorzustellen, wie zerbrechlich diese Grenze in Wahrheit ist. Der Schleier ist kein materieller Vorhang, kein Gebilde, das auf einen bestimmten Ort begrenzt ist. Er ist überall. Er existiert in ihren Häusern, in den Straßen, auf den Feldern der Bauern, ebenso wie in abgelegenen Gebirgstälern. Er könnte jederzeit in Stücke gerissen werden und es somit Dämonen und anderen Schrecken gestatten, in unsere Welt zu strömen wie Wasser durch einen geborstenden Damm. Wir wissen, dass kleine Risse geschlossen werden können. Doch wie verhält es sich, wenn der Riss zu groß ist? Was wäre, wenn irgendein verheerendes magisches Ereignis einen Riss hervorbrächte, der so gewaltig und erschreckend ist, dass er den gesamten Schleier schwächt? Eine derartige Bresche wäre eine Gefahr für unsere gesamte Welt. Die Monstren, denen wir uns dann gegenübersehen, würden jegliche bisherigen Dämonenübergriffe zu netten kleinen Anekdoten verblassen lassen. Und genau diese Möglichkeit sollte mehr als alles andere Grund für uns sein, wachsam zu bleiben und der Magie mit Furcht zu begegnen. Aus Die wahre Gefahr der Magie von Sucherin Alandra Weil. Rotes Lyrium. Um eure Frage zu beantworten, My Lord, ja. Ich habe tatsächlich schon von diesem roten Lyrium gehört, von dem ihr sprecht. Ein einziges Stück dieses Minerals ist in der im Osten gelegenen Stadt Kirkwall aufgetaucht und sein Einfluss hätte beinahe die Zerstörung der Stadt zur Folge gehabt. Soweit wir es sagen können, handelt es sich dabei um normales Lyrium, das irgendwie verderbt wurde. Alle, die rotes Lyrium berührt haben oder auch nur in seiner Nähe kamen, erzählen, es würde für sie singen, wie ein Flüstern in ihrem Kopf, das sie langsam in den Wahnsinn treibt. Was wir hingegen nicht wissen, ist, welche Auswirkungen längerer Kontakt mit rotem Lyrium hat. Sicherlich würde dies zum Wahnsinn führen, aber käme es auch zu körperlichem Verfall? Was würde geschehen, wenn ein Magier oder Templer rotes Lyrium so nutzen würde, wie er normales Lyrium nutzt? Am beunruhigendsten jedoch ist die Tatsache, dass Lyrium überhaupt verderbt werden kann. Verfahrt deshalb mit jeglichem roten Lyrium, das ihr findet, wie mit Gift. Nährt euch ihm nicht, versucht nicht, es zu zerstören und am wichtigsten, versucht nicht, es zu benutzen.
aus dem teilweise verbrannten Brief eines unbekannten Verfassers, der das Siegel der Grauen Wächter trägt. Karten. Haben wir noch nicht Orte? Haven. Ich möchte mit euch über Haven sprechen. Das Dorf im Frostgipfelgebirge nahe dem Tempel der Heiligen Asche. Wir alle kennen seine Vergangenheit. Es war das Zuhause der Jünger Andrastes, wie sie sich selbst nannten. Sie waren die Nachfahren derjenigen, die den Tempel ursprünglich erbaut hatten. Doch nach Jahren der Isolation entfernten sie sich immer weiter von ihrem einst hehren Wurzeln und wurden zu Drachenanbetern. Nachdem der Held von Ferelden den Tempel der Heiligen Asche entdeckt und das sorgsam gehütete Geheimnis der Jünger gelüftet hatte, zogen die wenig verbliebenen Angehörigen des Kults weiter und Haven blieb dem Eis und dem Schnee überlassen. Ich kam während meiner Pilgerreise zum Tempel der Heiligen Asche durch Haven. Ein Sturm tobte, sodass ich in der Kirche von Haven Zuflucht suchte. Obwohl ihre Hallen von Staub bedeckt und verwahrlost waren, schirmten mich ihre starken Mauern gegen die beißenden Winde ab. Ein Gefühl des Friedens überkam mich und mir wurden die Augen für die unglaubliche Schönheit Havens geöffnet. Das Leid und die Schrecken der Vergangenheit konnten sie nicht zerstören. Der Verfall und die Verlassenheit konnten sie nicht überdecken. Diese Schönheit wird nicht vergessen werden. Haven ist Orlais der Kirche und dem Sonnenthron aufgrund seiner historischen und religiösen Bedeutung kostbar. Es ist mein Wille, dass Haven wieder aufgebaut, erneut in den Dienst Andrastes gestellt und für alle Zeiten bewahrt wird. Es soll jenen Pilgern ein Zufluchtsort sein, die sich auf dem Weg zum Tempel der Heiligen Asche begeben. Mögen sie dort unter dem kalten, klaren Himmel Ruhe finden. Möge sich ihnen dort die Herrlichkeit des Erbauers offenbaren, wenn ihr Blick auf den grauen Wipfel ruht, die er erschaffen hat. Möge es dem Gläubigen jetzt für alle Zeit ein sicherer Hafen sein. Aus einer Rede der göttlichen Justinie der V. im Jahre 935 des Zeitalters der Drachen. Wiederentdeckter Tempel der Heiligen Asche. Der Legende zufolge wurde Andrastes Asche von Havard, einem Jünger unserer Herren, aus dem Reich gebracht. Nachdem er bei dem Versuch, Andraste vor der Gefangennahme zu schützen, von Soldaten des Winters verwundet worden war, kam Havard zu spät in Minrathus an, um ihre Hinrichtung zu verhindern. Alles, was er dort noch vorfand, war ihre Asche, die den Elementen ausgeliefert war. In dem Augenblick, in dem er sie berührte, erschien ihm Andraste in einer Vision. »Erhebt euch«, sprach sie, »Aegis des Glaubens, der Erbauer wird euch nie vergessen, solange ihr mich erinnere.« Als sich der Aegis des Glaubens, oder Aegis des Glaubens, das kenne ich irgendwie von Guild Wars 2, egal, als sich der Aegis des Glaubens, der diesen Namen von unserer Prophetin selbst erhielt, auf ihr Wort hin erhob, hatten sich seine Wunden geschlossen und sein Geist war genesen. Er sammelte Andrastes Asche ein und kehrte in die Lande der Almari-Stämme zurück, die das heutige Ferelden bilden. Alamari. Es heißt, Andrastes Lied habe Havard an einen heiligen Ort geführt, oder Hayward, oder ja, wie dem auch sei, in dem er und seine Anhänger einen Tempel für ihre Überreste errichteten. An diesem Punkt endet die Legende. Über Jahrhunderte hinweg suchten die Menschen nach dem Tempel der Heiligen Asche und stießen doch nur auf Gerüchte und Lügengeschichten. Also schlussfolgerten diese Scholaren der Kirche, dass es keinen Tempel und keine Heilige Asche gibt. Sie erklärten, das alles sei lediglich ein Mythos, ein Gleichnis, um die Gläubigen zu beflügeln und das Feuer des Glaubens zu nähren. Und dann kam der Held von Ferelden, um einen sterbenden Earl mittels der wundersamen Kräfte der Asche zu heilen. Folgte er, unterstützt von dem berühmten Scholarenbruder Ferdinand Genitiv, den Schritten der Ahnen und erreichte schließlich eine abgelegene Ruine hoch oben im Frostgipfelgebirge. Dort wartete die Urne der Heiligen Asche, genau wie es die Legende besagte. Nach dem Sieg der Rechtschaffenen über die 5. Verderbnis wurde das Wissen über die Entdeckung des Tempels mit der Welt geteilt. Als unsere Soldaten ihn schließlich erreichten, war die Urne zu unserer Bestürzung jedoch verschwunden. Bis heute wissen wir nicht, wer sie an sich genommen hat oder warum. Sicher ist nur, dass es der Wille des Erbauers war. Der Held von Ferelden hielt die Entdeckung vor der Welt geheim und Bruder Genitiv, dessen Nachforschungen sie erst möglich gemacht hatten, war spurlos verschwunden. Die Wahrheit kommt jedoch immer ans Licht und es kursierten Gerüchte über den Grund für Earl Ammons Gurrens wundersame Heilung. Abgesandte der Kirche gingen Hinweise auf die Urne der Heiligen Asche nach und wurden von ihnen letztlich, genau wie einst der Held, zum Tempel geführt.
Als unsere Soldaten ihn schließlich erreichten, war die Urne selbst jedoch nirgendwo zu finden. Die Asche mag fort gewesen sein, doch der Tempel selbst stand noch und wurde seitdem zu einer Quelle der Hoffnung für die Gläubigen. Wenn die große Kathedrale das Herz unserer Kirche ist, so ist der Tempel der heiligen Asche ihre Seele. Dort ehren wir die Vergangenheit der Kirche und selbst wenn wir mutig unseren Weg in die Zukunft bahnen. Das ist ein Vortrag der Scholarenmutter Gothilde in der Universität von Orlais im Jahre 938 des Zeitalters des Drachen. Haben wir noch Legenden? Keine Legende? Nein. Tutorials. Ja, die, glaube ich, die haben wir, das hat man uns ausführlich erklärt. Damit hätten wir die Codex-Einträge, die wir alleine durch den Prolog freigeschaltet haben, abgeklärt, was für eine gewisse Zeit die wichtigsten Fragen hier klären sollte über die Hintergrundgeschichte. Natürlich gäbe es jetzt noch unglaublich viel Hintergrundwissen, was man dazu beisteuern könnte aus Dragon Age Origin und Dragon Age 2, den beiden Vorgängerspielen, aber da möchte ich einfach auch nicht zu viel vorwegnehmen.